und jetzt ist er da. Der Jesus kommt. Ich kann es nicht glauben. Jesus kommt, habt ihr gehört? Jesus kommt. Lass uns schauen nach ihm. Ich freue mich so. Er soll hier durch das Tor kommen. Ich bin ganz aufgeregt. Jesus zog mit seinen Freunden in die Stadt Jerusalem ein. Am Abend trafen sie sich in einem schönen Saal. Dort wollten sie zusammen essen und trinken. Jesus wusste schon, dass es ihr letztes gemeinsames Mahl sein sollte. Doch bevor er an das Essen ging, nahm er einen Krug mit Wasser und wusch seinen Freunden die Füße. Denn er wollte ihr Diener sein. Er trocknete die Füße ab und setzte sich mit ihnen an den Tisch. Das ist das letzte Mal, dass wir hier zusammenkommen. Aber auch wenn ihr in Zukunft von diesem Brot esst, werde ich bei euch sein. Und wenn ihr in Zukunft von diesem Wein trinkt, werde ich ebenfalls bei euch sein.
lassen? Jesus! Und Maria ging auf Jesus zu und umarmte ihn. Ein Bauer kam vom Feld, er ist Simon. Oh, schnell nach Hause. Ich bin müde. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Hey Simon, bleib stehen. Was soll das? Ich will nach Hause, ich will nichts mit diesem Kreuzigungszeug da zu tun haben. Lass mich doch in Ruhe. Simon, bleib stehen. Du musst Jesus helfen. Helfen? Nee, lass mich mal nach Hause gehen. Das hier geht mich nichts an, damit habe ich nichts zu tun. Ich möchte zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu meinem Abendessen. Simon, schau mal. Jesus kommt nicht mehr hoch vom Kreuz. Du musst ihm helfen. Du musst ihm helfen, sein Kreuz zu tragen. Er schafft es nicht mehr. Ich muss helfen. Eigentlich wollte ich mich da raushalten. Aber ich helfe. Ich helfe Jesus, sein Kreuz zu tragen. Und so hat Simon Jesus aufgeholfen und das Kreuz mit ihm getragen. Noch jemand war da, es war Veronika, eine junge Frau. Ich kann das alles nicht mit anschauen. Hey, was hat er Jesus denn getan? Lass ihn doch in Ruhe, hört mal auf zu lachen. Ich würde ihm so gern helfen, aber ich weiß nicht wie. Ich würde so gern sagen, stopp, hört alle auf. Aber wie? Ich traue mich nicht. Schaut mal. Blut hat er auf seiner Stirn und Schweiß. Ich habe ein Tuch da. Ich möchte am liebsten das Blut in den Schweiß abwischen. Aber kann ich das? Oder jagt mich die Soldaten weg? Ich traue mich. Ich gehe jetzt einfach hin und wische Jesus das Blut und den Schweiß von der Stirn ab. Und so hat Veronika mit ihrem Tuch Jesus Schweiß und Blut abgewischt. Ja, so waren viele am Wegesrand. Manche lachten Jesus aus, manche verspotteten ihn, manche hatten Mitleid, andere waren wieder traurig. Und Jesus ging den Weg hoch auf den Berg Golgotha, wo er gekreuzigt wurde, wo er ans Kreuz geschlagen wurde. Viele Menschen waren da und zwei andere Verbrecher, die da gekreuzigt wurden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann starb Jesus. Jetzt ist Jesus schon 3 Tage tot. Ja, ist so traurig. Aber lasst uns Blumen zum Grab bringen. Schöne Blumen. Und Öl, um ihn zu ehren. Mal sehen, wer uns den schweren Stein fortwälzen kann. Okay. Wir werden wohl nicht stark genug sein. Wenn wir das zu dritt schaffen, lasst uns schauen, ob es geht. Schau mal, da ist jemand. Und der Stein ist weggerollt. Und da ist ein Mann mit einem weißen Gewand. Wen sucht ihr? Wir suchen Jesus. Wo ist er? Er war in diesem Grab. Das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Den, den ihr sucht, er ist nicht mehr hier. Wo ist er? Ist er nicht mehr tot?
Ist er wirklich auferstanden? Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Jesus lebt. Jesus lebt. Schnell, lass es uns den Arm.